Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen, schnellen, spontanen Video am Wochenende, welches auch gleichzeitig eine Ankündigung sein soll. Vorweg vielleicht die Ankündigung. Nächste Woche möchte ich mit unserer Serie weitermachen und diese Serie bezieht sich viel auf die seelisch-geistige Anatomie und das Thema Bewusstsein. Mir ist es wichtig, dass wir im Grunde genommen rauskommen aus der reinen Methodensucherei oder Nährstoffsucherei hin zu mehr Verständnis für den Körper und gucken, wo ist das Problem. Ja? Dass ihr da mehr in den Sattel kommt, das ist wichtig. Dass ihr für euch da erstmal gucken könnt, wenn ihr da dann nicht weiterkommt, da sagt ihr dann Bescheid. Aber dass ihr erstmal ein Bewusstsein darüber bekommt, wie komplex das eigentlich ist. Und nächste Woche möchte ich mit der seelisch-geistigen Anatomie weitermachen und schlage euch dann die Brücke eben auch, und das werdet ihr selber sehen, in unser Bewusstsein hier in der Gesellschaft, wo wir eigentlich so rumspatteln. Gut, aber dieses Video soll handeln von Karma im weitesten Sinne, Ahnen, ererbte Thematiken. Diesen Blumenstrauß, den ich hier eingefangen habe, habe ich bekommen von Patienten. Und deswegen habe ich euch den eingestellt, der ist ganz frisch, kam heute Morgen, ich habe mich sehr gefreut. Und die haben eine Diagnose bekommen, die nicht so toll ist, sage ich mal. Ich gehe da jetzt mal nicht in die Tiefe. Und weil es auch nicht wichtig ist für das grundsätzliche Thema. Ja, es hat sich herausgestellt, dass dieses Erkrankungsbild, diese Diagnose mehrfach in der Familie schon vorgekommen ist. So. Der Vater hatte wohl so ein Thema und ich meine der Onkel auch. Also es ist schon häufiger vorgekommen. Und da habe ich gesagt, aha, das ist also wahrscheinlich eine übernommene Kiste. Was habe ich damit gemeint? Weil sofort kam, nee, das war aber doch am Erscheinungsbild ein bisschen anders. Ja, ich habe dann erklärt und dann bin ich einmal ein bisschen in die Physik gesprungen und dann erschreckt man sich, nicht? Weil man das nicht so auf dem Schirm hat. Dann habe ich gesagt, naja, wir nutzen von unserer DNA oder DNS 5%. 5% sind biochemisches Kochrezept für Stoffwechsel, für Organbildung, für Gewebebildung, für blonde Haare und blaue Augen oder braune Augen oder was auch immer. Ne? Also 5% nutzen wir von unserer DNA und 95% hat man früher gesagt, ist Junk, also Müll, braucht man nicht. Ne? Keine Ahnung, es hat natürlich was damit zu tun gehabt, dass unsere Messmethodik und unser Wissen nicht ausgereicht hat. Also haben wir damals gesagt, also die Forschung, ja, das ist wohl irgendwie über, die 95% sind über. Das ist natürlich Murkskram, heute weiß man, allemal die DNA fungiert als Antenne und zwar nicht nur als Empfänger, sondern auch als Sender. Es sieht heute eher so aus, dass sämtliche Themen von Mama, Papa, Oma, Opa, Uoma, Uopa und die ganze Ahnenreihe davor mit als Information über Emotionen in uns auch drin gespeichert sind. Also nicht nur biochemisch, ja, wir dieses biochemische Potpourri sind von all unseren Ahnen, sondern auch energetisch, emotional, der ganze Kram abgespeichert ist. Ja, vielleicht würde man sagen, wir würden, wenn wir drauf gucken, sagen, oh, guck mal, der hat einen Charakterzug, der ist seinem Opa sehr ähnlich. Oder der ist Papa sehr ähnlich.
Ne? Der hat den und den Wesenszug. Genau. Heute weiß man, dass das wirklich energetisch in uns drinne steckt. Und dass das ein sehr großer Anteil ist. So, und man nimmt eben auch an, dass da durchaus viel eine Ursache ist für, ja, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken, Schieflagen im Zellstoffwechsel. Ihr könnt euch das dann selber übersetzen, was ich damit meine. Ja, weil das Problem ist, dass es nicht wirklich messbar ist. Ein MRT fängt später an zu messen. Im MRT, und das wisst ihr, guckt euch das Video nochmal an, das misst im subatomaren Bereich auf Elektronenebene und misst im Grunde genommen, dass wir dort eine energetische Schieflage haben und setzt das um in ein Bild. Und was uns dann therapeutisch dazu einfällt, ist schneiden, cremen, spritzen und so. Und das ist auch in Ordnung. Und Mimmelswellen, das ist in Ordnung. Nur das Problem fängt wesentlich früher an. Und das vergessen wir. Ja? Und das hängt aber damit zusammen, dass unser Bewusstsein auf dieser materiellen Ebene babbt. Das ist unsere Wahrnehmungsebene und alles andere ist nicht wichtig. Doch es ist auch, es heißt ja nicht, dass wir, dass diese Ebene, die wir wahrnehmen, dieser dreidimensionale Raum, dass das jetzt nur eine Illusion ist. Ja, zumindest eine sehr hartnäckige, sagt Einstein. So, wir haben einfach mehrere Ebenen in unserem Körper. Und der Körper zeigt einem das sehr schön. So ein MRT auch, aber da sind wir dann, kleben wir dann völlig an dem Bildschirm und sagen, ah, hell, dunkel, alles klar, muss ich wegschneiden. Das ist dann das, was sauer rauskommt. Und beim Körper auch. Nur, dass das nach innen, nach tiefer drinnen, sehr viele Ebenen hat. Und dass wir nicht sagen können, ja, nee, die lassen wir mal raus. Die klammern wir jetzt mal aus in der Betrachtung. Und dann wird es schwierig. Und genau dann komme ich an Krankheitsbilder nicht ran. Ich komme da nicht ran. Sie toben sich auf der körperlichen Ebene aus. Und es ist ja auch ein körperliches Symptom. Nur die Ursache liegt wesentlich tiefer. Nicht immer. Ja, nicht immer. Also manchmal klappt Massage, manchmal klappt ein Blutegel, manchmal klappt eine Ernährungsumstellung. Natürlich. Es geht nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Manchmal liegt es eben tiefer. Das ist der Grund, warum ich beispielsweise zunehmend viel kinesiologisch teste hier. Weil ich überhaupt, ich für mich gar nicht sagen kann, wo das Problem hängt, auf welcher Ebene. Denn der Patient kommt, hat ein Symptom auch im Körper. Weiß ich denn, auf welcher Ebene das den Ursprung hat? Ja? Und genau das ist der Punkt. Und ich habe lange gebraucht, um mir Kinesiologie selber physikalisch herzuleiten, weil ich immer gedacht habe, das ist doch alles Spökenkram. So, und ich habe lange gebraucht, um mir das selber erstmal so weit zu verklarfiedeln und zu erklären, um das dann an den Patienten anzuwenden, zu testen, funktioniert das überhaupt und kann ich dem das erklären? Ja, mittlerweile bin ich da. Aber mein Ego-Verstand, vor allen Dingen mein Verstand, brauchte auch immer diese Erklärung. Und wenn ihr mit Karma ein Problem habt, mit diesem Karma von du hast damals das und das gemacht, deine Seele hat das und das gemacht und heute musst du büßen, diese Kiste. Das ist es nicht wirklich. Dann fangt erstmal an, das in dieser Ahnenreihe zu begreifen, als gespeicherte Emotionen, und zwar Emotionen traumatischer Art von Schmerz, Trauer, Ohnmacht, Neid, Folter, Missachtung, Vergewaltigung, dieser ganze Mist uns auch in den Zellen hängt, als Information. Und es ist nicht die Spiris, die das jetzt sagen. Die sagen das schon lange. Sondern mittlerweile ist es auch so, dass man das nachvollziehen kann in der Forschung, ja, in Instituten. Entschuldigung.
dann kriegt das Ganze eine ganz andere Dimension. Und da sprechen wir nächste Woche drüber, welche Ebenen das alles hat. Weil das müsst ihr wissen, wenn alle mal, wenn ihr so ein anhängliches Ding habt, an der Backe habt. Ja? Genau. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Erstmal eben als Einleitung zum Thema Karma. Das ist ein heißes Eisen. Und vielleicht hilft euch erstmal eben das über die Ahnen, über die Omas und Opas zu betrachten. Dann wird es etwas besser. Und vielleicht könnt ihr euch dadurch auch schon einiges herleiten, weil ich gestern zu den Patienten auch gesagt habe, ah, das ist eine übernommene Sache. Nein, nein, das hat sich damals bei dem und dem ein bisschen anders geäußert. Es sind Themen. Okay? Es sind Themen, es sind Emotionen. Und da waren die natürlich platt, das wussten die nicht. Ne? Aber es wird versöhnlicher, weil man dann auch aus dieser Nummer, warum ich, warum, und aus diesem, ich lebe jetzt die Diagnose XYZ, rauskommt. Es ist wichtig, dass ihr rauskommt aus diesen Käseglocken und die nicht lebt. Ihr könnt die Diagnose annehmen und Onkel Doktor, der Arzt nimmt die Diagnose an, muss er auch, ich als Therapeut auch, wenn die zu mir kommen, aber ich mache mich frei von diesen Käseglocken. Ich gucke dann noch links, rechts, oben und unten. Und da möchte ich euch hinhaben, dass ihr das auch schafft. Und wenn ihr das nicht schafft, dann sagt ihr Bescheid. Weil das ist wirklich ganzheitliches Denken. Das ist geistige Anatomie. So, jetzt höre ich auch auf zu reden. Da gucken wir nächste Woche hin. Alles Liebe, ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns, eure Diana.